Willkommen zu Star Citizen und der Detailanalyse zur Squadron 42 Präsentation im Rahmen der CitizenCon 2953. Chris Roberts hat die Bombe platzen lassen, dass Squadron 42 feature complete ist und sich aktuell in der Polishing-Phase befindet. Und traditionsgemäß wurde natürlich kein konkretes Release-Datum benannt. Jedoch ist mit einem Release in den nächsten 1-2 Jahren zu rechnen. Und das, was wir in der Präsentation mit Gameplay-Szenen zu sehen bekamen, lässt das auch realistisch erscheinen. Damit nehmen wir euch mit auf eine Detailanalyse des gezeigten Materials, was wir im Rahmen der CitizenCon zu sehen bekamen. Denn hier sind einige Bereiche mehr drin, als es auf den ersten Blick erscheint. Und natürlich lassen wir die Cinematic-Bereiche, welche in der Präsentation zu sehen war, für euch unkommentiert, damit diese wirken können. Archangel 6, come in. Go for 6. I'm getting a faint contact on bearing 287. You picking that up? Yeah, got it. Scanning that. We're clear. Commercial vessel out of Vega 3. Provided that the civilian traffic is restricted under lockdown. Copy that. Archangel. Archangel, this is Krugeri. Come back, Krugeri. Redirect to Sector 7 Bravo Echo for immediate tasking. Copy that. On our way. I know I just wrote to you, but a couple of hours ago, proximity sensors on the other side of the jump got twigged. Word is it might be that clan we've been battling with. I guess that last fight didn't scare them off quite like we all hoped it would. Honestly, we've been out here so long, I don't know what to pull for anymore. I just wanted to let you know. Right as soon as I can. Stay safe. Your loving son. Never gets old, does it? Sir. Eddies. I used to do the same thing when I was first coming up. Post up to the flight deck whenever I could to watch the launches. Have you seen the F-8s up close? No, sir. The thing's a beast. Nimble, too. 12 maneuvering thrusters and 3 mains, it sure sounds like it. Sir. Captain McLaren, to the bridge. Captain McLaren, to the bridge. I saw you apply to the Flight Academy again.
Yes, sir. Keep your head up. Took me a couple times before I got in. Thank you, sir. Und bereits in der ersten Cinematic-Szene sahen wir unseren Charakter, also den von euch erstellten Spielcharakter für Squadron 42. Denn hier haben wir unterschiedliche Modelle zu sehen bekommen, männlich wie weiblich, in verschiedenen Varianten. Und zudem die aktualisierte Version des Mobiglas, welche wir bereits zur letzten CitizenCon gesehen haben und diese nochmals deutlich verbessert wurde. Und hier finden wir neben unserem Charakternamen unser Log, den persönlichen Status, Nachrichten sowie unseren Mission Manager und die neue Star Map. Zudem eine integrierte Galaktipedia, das Wikipedia für Star Citizen, wobei wir Hintergrundinformationen und mehr finden. Und natürlich sind auch die Charaktermodelle auf dem aktuellsten Stand mit dem DNA Head Texture Update. Und zusätzlich gab es einige neue Shader, wie beispielsweise Schweiß, Blut und mehr. Aber diesen Punkt sehen wir später nochmal im Detail. Aber nicht nur die aktuellste Version des Mobiglas gab es zu sehen, sondern auch alle anderen UI- und HUD-Elemente in der aktuellsten Version. Und vor allem im Cockpit fallen die umfangreichen Änderungen deutlich auf. Zuoben die kompakte Schiffsübersicht mit Gimbal-Modus, Munition und aktiven Kondensatorenergie. MFDs wurden ebenfalls komplett überarbeitet, mit darüberliegenden Fluginformationen wie Flugmodus, Geschwindigkeit und aktuelle Richtung. Das Radar in der Mitte wurde ebenfalls aufgewertet und zeigt nun deutlichere Höheninformationen. Und auch das Power Management wurde deutlich übersichtlicher gestaltet, mit ebenfalls darüberliegenden Informationen über unsere aktuellen Schilde, Afterburner sowie Noise und Decoys. Nach oben rechts ist die Zieldarstellung gewandert. Zudem können wir mit einem Wechsel in die verschiedenen Operator-Modi zusätzliche Informationen zu unserem Ziel jeweils der Situation angepasst abrufen. Und so ist auch im Kampf ein Zoom auf ein Ziel möglich. Die Cockpit-Ansicht wirkt deutlich aufgeräumter, nachdem alle HUD-Elemente aus der Mitte an die Seiten verbannt wurden und wir so deutlich mehr Immersion und Übersicht genießen können. Und diese neuen HUD-Elemente sollen nicht nur im Kampf, sondern natürlich auch für industrielle Operationen gelten. Aber auch im FPS-Bereich gab es ein komplett neues HUD. Nicht nur mit einer Minimap, sondern auch mit einer Positionsangabe in Gradzahlen. Besonders spannend ist natürlich die Minimap für den Bodeneinsatz, womit auch eine Bodenkarte kommt. Diese sehen wir allerdings gleich nochmal detaillierter. Zudem für eine bessere Navigation eine horizontale und vertikale Gradangabe sowie verschiedene Signaturanzeigen analog des Schiffskampfes. So wird auch ein Stealth-Gameplay darstellbar für den Boden. Und mit dieser kleinen Bootsfahrt wurde nicht nur das angekündigte Wasser-Gameplay bestätigt, sondern auch gezeigt, wie die neuen Wassereffekte aussehen. Diese stellen wir euch im dedizierten Panel in unserem Best of CitizenCon nochmals vor. Auch das Flugmodell wurde deutlich angepasst und überarbeitet. Hier werden wir deutlich unterschiedliche Wirkungen auf den Piloten feststellen, wenn wir in der Atmosphäre oder im schwerelosen Raum unterwegs sind. In der nächsten Szene gab es einen Einblick auf die aktuellste Version des neuen Kontextmenüs. Dies stellt allerdings eher eine kleinere grafische Anpassung dar. Denn das System an sich bleibt unverändert. Deutlich interessanter ist allerdings, dass das Multitool komplett überarbeitet wurde. Dieses hat in Squadron 42 eine deutlich pistolenähnlichere Optik und wie wir später sehen können, können wir verschiedene Funktionen ohne entsprechendes Attachment durchschalten. Bereits vom Cargo Grid Update bekannt ist die Möglichkeit, verschiedene Objekte an entsprechenden Orten zu platzieren, welche grafisch hinterlegt werden und dann dort fixiert werden. Thank you.
Ebenfalls spannend ist die Poweranzeige des Traktorstrahls, der je nach Auslastung irgendwann an seine Grenzen stoßen kann. Und hier wird mutmaßlich, je nach Größe des Objekts, welches wir bewegen wollen, ein anderes Tool notwendig. Unidentified vessels, this is the UEE Navy. Power down your ships and stand by for processing. Hey, you can f*** off the coil's ass. Spannend ist zudem die sich je nach Situation anpassende UI-Oberfläche, wobei HUD-Elemente entsprechend eingeblendet werden und in verschiedenen Farben markiert. Und hier sehen wir wieder die Option, auf ein Ziel zu zoomen und zusätzliche Informationen je nach gewähltem Modi angezeigt zu bekommen. Auch einen Blick gab es auf das neue Inventarmanagement. Und dieser Bereich gehörte noch nie zu den Stärken von Star Citizen. Dabei zeigt die neue Ansicht im unteren Bereich das eigene Inventar in den verschiedenen Bereichen und im oberen Bereich den entsprechenden Loot-Container oder hier einen gefallenen Gegner. Ins Auge sticht sofort die deutlich bessere Übersichtlichkeit, ohne dass wir verschiedene Bereiche auswählen müssen, wobei eine 3D-Ansicht des Charakters fehlt. In den gezeigten FPS-Szenen fallen viele Verbesserungen auf. Nicht nur die angesprochene Minikarte links oben in der Ecke, sondern auch eine teils zerstörbare Umgebung und ein deutlich angepasstes Waffenhandling. Allerdings können wir keine komplett zerstörbare Umgebung à la eines Battlefield erwarten. Vermutlich gibt es hier einzelne Bereiche, welche einen gewissen Zerstörungsgrad aufweisen können. Spannend ist der Scanner-Einsatz. Denn hier werden festgestellte Gegner in Reichweite nicht nur hinter Wänden angezeigt, sondern auch farblich markiert. Zudem erhalten wir eine Skelettansicht unterhalb der Rüstung über den Gesundheitszustand, was wir aus dem aktuellen FPS Halloween-Event kennen. Aber auch Bauwerke, Vegetation wie auch gegnerische Schiffe können so gescannt und festgestellt werden. Ebenfalls finden wir in der rechten oberen Ecke die aktuell ausgewählten Missionsziele. Und in der linken oberen Ecke, wie angesprochen, eine ebenfalls farblich angezeigte Minimap mit erkannten Gegnern und anderen Objekten, die in unserer Scannerreichweite liegen. Und auch die Soundkulisse und das Waffenhandling macht einen deutlich erweiterten Eindruck. In der nächsten Szene, wie angesprochen, der Wechsel von verschiedenen Multitool-Möglichkeiten ohne den Wechsel auf ein entsprechendes Attachment. Aber auch Charakterbewegungen, vor allem in Schwerelosigkeit mit dem EVA-Update, sind deutlich sichtbar. Fraglich ist allerdings, ob es sich um gescriptete Ereignisse oder um eine aktive Steuerung oder ein Heranziehen mit Push and Pull handelt. Wobei wir im Bereich Push and Pull, wie auch im EVA-Bereich, einige Verbesserungen bereits erwarten. Aber auch kleine Details, wie sich die hier verändernde Anzeige während einer Interaktion, sind spannend. Aber auch hier stellt sich die Frage, ob es sich um ein gescriptetes Ereignis handelt oder wirklich dynamisch von der Spielengine berechnet wird. Ein weiteres optisches Highlight ist die neue Quantum-Reise-Animation, wobei wir gespannt sind, ob Alien-Schiffe hier ebenfalls eine gesonderte wie bisher haben. Agent Trejo, this is Colton, come back. Always trips me out to see terraforming setups like this. Webb tried explaining how atmosphere processors work.
Really shows how far we've come. The hell is she? So yeah, man, I can't believe it. They said I gotta wait another 2 years before I can reapply. So that's why I figured I'd get a job trying in security, because that's, you know, I can get some hours flying in the cockpit and whatnot. Can't hurt, right? Exactly. Und im Bereich Inszenierung braucht sich CIG vor anderen Titeln definitiv nicht zu verstecken. We fight today. So in 40 years from now, when you're surrounded by everything and everyone you hold dear, and they ask, what did you do in the Battle of Vega? You can look them in the eye and say, I heard the line. Men and women of the Second Fleet, I am proud to stand with you today. Good luck. Bishop out. Nice speech. Any word from the recon team? Not yet. Well, let's get into position. Ebenfalls eine erhebliche Verbesserung ist das Update der Charakteranimationen und Gesichter. Tell me you're expecting company. This is not good. Denn vor allem im Vergleich sehen wir hier einen deutlichen Unterschied. I could have pulled this off of the Galactopedia. Yeah, probably, but I think their solar mass calculations are wrong though. Well, this is ridiculous. How so? Und den Sprung zu den verwendeten Technologien können wir hier mehr als deutlich wahrnehmen. It'd be nice to know how much of a shitstorm we're flying into. More like a hellstorm, Blue. One you ain't gonna fly out of. Shut up. Now, I hadn't seen another ship that wasn't trying to kill me in days. Let alone a hauler, let alone a Jean. So you can imagine my surprise. Hier zeigen sich vor allem die Vorteile einer dynamischen Beleuchtung und verschiedenen neuen Shader-Technologien. Damit bewegt sich Star Citizen auf einem absoluten Top-Level. Und kann auch mit anderen Grafikkrachern definitiv mithalten. Mr. Wexler, this is Lieutenant Commander Colton. Oh, Commander, hey. Julian Wexler, I'm the field manager of this little operation. Welcome aboard the Archon. What brings the Navy to this little corner of the universe? We got you flying with Lieutenant Commander Colton. He's one of our best. Und was einzelne neue Shader-Technologien ausmachen können, sehen wir im nächsten Beispiel. Damit werden Darstellungen wie Schweiß, Blut oder verdreckte Gesichter möglich, was Eindruck macht. How did you handle it after Vega? I'm not sure I handled anything. It helps to remember that stuff like this is supposed to hurt. I've never been good at dealing with problems I can't fix. Well, this is one that you don't have to do alone. That's good to know. Aber auch kleine Hintergrundanimationen, wie das gleich zu sehende Schutzschild beim Eintreffen eines Schiffes in den Hangar, zeigen den aktuellen Stand und die Möglichkeiten von Squadron 42. Okay, alright, squadron. Switch out some of the interchange front tank deck. We'll be getting a weird airflow. Turning out the amount of dump. I feel that. Anyway, I'm off. Nicht weniger spannend sind funktionierende und sehr detaillierte Animationen von NPC-Charakteren, die eine Glaubwürdigkeit vermitteln. Aber hier sind wir erfahrungsgemäß erst einmal skeptisch. Jedoch in der Einzelspielerweiterung ist dies dann doch eher glaubhaft.
Let's ready some extra ice packs out of storage. Whenever gunners are on full rotation, you can always count on at least one of them getting hurt. Natürlich wurde an verschiedenen Stellen betont, dass alle Verbesserungen und Neuerungen auch sukzessive für das Persistent Universe Einzug haben. Eine Erweiterung der Animationen, auch vom Spieler, finden wir beispielsweise im Cockpit. Wenn wir eine Taste drücken, drückt künftig der Charakter auch die entsprechende Taste im Cockpit. Let's go ahead and clear for takeoff. Ground crew, prep bay for takeoff. Copy that. Hangar, ready for launch. Takeoff approved, Baron 2. You have the ball. Ready and hold on as you're launched off the deck of the carrier. Baron 2, you are clear for launch. Have a safe flight, Baron 2. Hier stellt sich allerdings die Frage, wie es mit einer zeitlichen Verzögerung aussieht, wenn wir einen Knopf drücken, bis dieses dann auch umgesetzt wird. I would have never thought a shotgun could be so pretty. Damn, this R97 is sleek as hell. Like a lot of other weapons in Gemini's arsenal, it has a higher rate of fire than most guns of its type. In der nächsten Szene springen wir wieder zurück zum Traktorstrahl, den Einsatzmöglichkeiten und der neuen Optik. Aber auch anderweitige Interaktionsmöglichkeiten, beispielsweise durch das mehrfache Drücken einer Taste oder einer Abfolge, werden wir auch in Squadron 42 erleben. Das ist aktuell Branchenstandard. Eine Neuerung sind verschiedene Waffenzustände, beispielsweise mit Hemmungen oder anderweitigen Problemen, welche wir manuell beheben müssen. Hier wird dann die Qualität der Waffe und der aktuelle Zustand eine Rolle spielen, inwieweit wir auf eine Hemmung stoßen oder eine Funktionsweise nicht so ganz klappt wie eigentlich gewünscht. Ebenfalls gezeigt wurden einige sehr stimmungsvolle Missionselemente, wobei wir hier davon ausgehen, dass das gezeigte Material oftmals eine gescriptete Basis haben. Für einen Einzelspieler allerdings notwendig und nicht abträglich. Ebenfalls eine Neuerung im Bereich UI ist die Anzeige im rechten unteren Bereich über die verschiedenen Tastenkombinationen für die verschiedenen Gadgets, Waffen sowie Granaten und Co. Zusammenfassend sehen wir in der aktuellen CitizenCon-Präsentation zu Squadron 42 viele Bereiche, welche wir bereits aus der Vergangenheit kannten, in einem völlig anderen Licht bzw. in einer völlig aktualisierten Variante. Und diese Überarbeitungen haben der Einzelspielerweiterung definitiv nicht geschadet. Auch wurden seit den letzten Präsentationen zur Einzelspielerkampagne einige Bereiche bereits im Persistent Universe veröffentlicht, welche die Feature-Complete-Meldung glaubwürdiger erscheinen lässt. Daher ist es nach unserer Einschätzung wirklich soweit, dass wir von einem Release von Squadron 42 überhaupt sprechen können, und dies in den angepeilten 1-2 Jahren. Zudem konnte CIG mit der spielbaren Version von Pyro in diesem Jahr Vertrauen zurückgewinnen. Das macht auch Squadron 42 wahrscheinlicher. No good, we can't hack it from this side. Graves, we got a locked door. Can you give us access? No, I'm afraid that's a negative, Steve. I would have to add you to our system to give you override permissions, and there's a lot involved in that. It won't happen quickly. Okay, we'll figure something out. Filmklassiker und Spiele aus den 70ern und 80ern sollen Pate stehen für den Plot und für die Story hinter Squadron 42, natürlich mit einem modernen und nicht weniger bombastischen Anstrich. Es wird also langsam spannend. Und nachdem Squadron 42 nun in den Feinschliff geht, erhalten wir demnächst wohl deutlich mehr News und Informationen über die anstehende Einzelspielerweiterung von Star Citizen.
denn die letzten Jahre waren eine Durststrecke, was Informationen, Bilder und neue Videos und Spielelemente aus Squadron 42 betrifft. Und für Citizens, die schon länger dabei sind, gab es den ein oder anderen Moment dieser CitizenCon, wo man eine Träne im Auge hatte. Zumindest ging es mir so. Aber stopp, es gab nicht nur Bilder zu UI-Technik, zu Spielverbesserungen, UI-Elementen und mehr. Nein, wir haben auch noch einen kleinen Teaser bekommen, und zwar zur großen Bedrohung, den Vendul. Und hier gab es schon seit einiger Zeit keine neuen aktualisierten Bilder. Und Chris Roberts hat nochmals deutlich betont, dass Squadron 42 das Wing Commander unserer Zeit werden soll. Und das sind keine kleinen Fußstapfen, in die man treten möchte. Und irgendwie scheint es schwer vorstellbar, nach all den Jahren nun wirklich etwas Spielbares in Händen zu halten und Squadron 42 wirklich demnächst selbst spielen zu können? Wir sind gespannt. Und ich bin gespannt auf eure Meinungen und Kommentare. Und wie versprochen, natürlich die Vendul für euch zum Abschluss. Bis bald!